Herzlich willkommen zum 2 Minuten Network Wiki mit Willi Morant. Ja, Willi Morant, das bin ich logischerweise halt. Und wir reden heute darüber, dass viele Fragen gekommen sind. Ja, wenn ich jetzt ein Networker bin und möchte online irgendetwas machen, also mich online präsentieren, online irgendwas machen, chatten, Kontakte darüber machen, halt. Es gibt da viele Diskussionen darüber, ob das der richtige Weg ist oder nicht der richtige Weg halt. Das lasst mir einfach mal dahingestellt. Wenn ich als Networker mich vernetzen möchte, Netzwerk, Marketing und möchte das auf den sogenannten Social, ja, Social Network, wollte ich schon gerade sagen, also auf den Plattformen tun, welche sollte ich als Networker, als ein deutschsprachiger Networker auf jeden Fall machen? Also was es gibt, was zurzeit beliebt ist, ist Facebook. Das heißt facebook.de oder com. Darauf kann man sich anmelden, da hat man viele Möglichkeiten, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, Freundeslisten zu machen, geht nur bis 5000 Leuten, das kann man sogenannte Fanpages machen. Das ist etwas, wo ich als Networker mich reinhängen sollte. Ich sollte darauf achten, das ist eine sehr wichtige Funktion, gleich ein Tipp am Rande halt, ich sollte meine Freunde direkt auf unsichtbar stellen, weil es gibt noch andere so spitzfindige Leute, die nichts anderes zu tun haben, als die Freundeslisten von euch durchzuforsten und so eure Kontakte abzugraben. Halt. Das ist sozusagen bei Facebook zu beachten. Sehr schön gemacht hat, man kann viel tippen, kann auch gucken, kann Videos verlinken, alle möglichen Sachen, Startungsmeldungen. Also eigentlich total für Schwachmaten und sowas, aber mir gefällt es auch. Also es ist gut, man könnte dabei sein. Es gibt da die eine Philosophie, ich halte mich komplett fern von diesem ganzen Online-Käse oder ich gehe, wenn richtig, rein. Die nächste Plattform, die für Networker eigentlich nicht so viel taugt, ist Xing. Deswegen, weil Networker in der Regel dort immer gesperrt werden, also Leute, die auch für Network dort Werbung machen und so. Die ist also jetzt zum Networken sehr vorsichtig zu genießen. Also man muss sich da wirklich damit seine normalen Sachen dann machen. Also wie gesagt, ist eine sehr gute Plattform, aber die stehen nicht so auf Networker und Multilevel-Marketing. Das sollte man vorher wissen, also da darf man auf keinen Fall, wenn man da was macht, rumsauen. Dann gibt es natürlich WKZ, also WKZ hieß das, wer kennt wen, WKW, so heißt das genau, wer kennt wen. Das ist natürlich auch eine sehr gute Sache, um sich zu vernetzen, weil man auch Leute von früher auch finden kann. Dann gibt es sogenannte StudiVZ, SchülerVZ oder MeinVZ. Das ist auch eine sehr große Plattform, wo man sich einloggen kann. MySpace ist auch eine sehr, sehr gute, große Plattform, aber die ist, sage ich mal, in Deutschland nicht so populär wie jetzt in Amerika, weil es meistens mehr für Künstler und Musiker, aber dort sollte man auf jeden Fall auch einen Account errichten. Ein YouTube-Account kann auf keinen Fall schaden, so wie ihr jetzt hier nicht seht. Also YouTube ist am verbreitetsten. Wenn man mit Videos arbeiten möchte, dann kann man auch rübergehen zu den MyVideo, Clipfish und wie die ganzen Dinge auch heißen. Wenn ich irgendetwas suche, kann ich immer noch bei Google etwas eingeben und auch suchen, dann komme ich auch automatisch dorthin. Das ist ein ganz einfacher Punkt halt. Ich kann mich überall durchgoogeln oder fragen, aber heutzutage als Networker sind das die Dinge, wo man sein sollte. Skype sollte man, wie gesagt, auch auf jeden Fall haben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um die Kommunikation darüber zu halten. Und sonst gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber das sind die Social Networks, wo man sich anmelden sollte als Networker und was zurzeit auch wirklich populär ist. Also, wie gesagt, halt, Social Networks für Networker, sehr interessant für Kontakt zu halten. Verliert euch aber nicht dabei in zu viel Farmville, Mafia Wars und all die anderen Dinge, weil jede Ablenkung ist gleich. Aber denkt daran, ihr müsst am Tag 10 Kontakte machen. Vielleicht schafft ihr darüber auch welche. Ich kann es euch nur wünschen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.